Also ehrlich gesagt, ich hätte es auch vor ein paar Wochen noch nicht für möglich gehalten, dass das Vereinigte Königreich noch mitstimmen wird. Aber rein rechtlich ist es natürlich so, wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens, also der Konstituierung des neuen Parlaments noch Mitglied sind, dann müssen sie auch mitwählen. Das geht gar nicht anders. Fakt ist, es ist derzeit völlig offen, wie das Ganze ausgeht. Ob wir einen geordneten Brexit bekommen, einen harten Brexit oder ob sie nicht doch drin bleiben. Und da auch die Möglichkeit noch besteht, dass sie am Ende auch drin bleiben, gibt es wenig Möglichkeiten, ihnen die Teilnahme an der Wahl dann zu versagen. Ach, wissen Sie, ich bin selber auch britische Staatsbürgerin und hänge sehr an diesem Land. Und natürlich wünsche ich mir, dass die Briten Teil Europas sind, Teil der Europäischen Union sind. Allerdings, falls sie sich dafür entscheiden, drin zu bleiben, dann wird das auch einige Schwierigkeiten mit sich bringen. Dann darf man sich auch keine Illusionen machen. Internetblasen sind generell ein großes Problem. Wir haben unterschiedliche Ausprägungen von Manipulationen gesehen in den letzten Jahren. In erster Linie sind die Plattformen selber in der Pflicht, weil die natürlich merken, wenn irgendwo etwas unregelmäßig läuft, zum Beispiel wenn von einer Vielzahl von Accounts die gleiche Nachricht in kurzer Zeit losgeschickt wird. Sowas geht schon gar nicht mehr. Das haben die mittlerweile abgestellt. Auch die Europäische Kommission ist tätig geworden, weil man da gut bündeln kann, wenn man feststellt, an vielen Stellen passiert etwas Ähnliches. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer gut aufpassen, dass man nicht in die Freiheit des Internets zu sehr eingreift. Also es ist eine delikate Operation und ich bin sicher, dass alle Beteiligten tun, was sie können.